Nur noch die Clara-Kirche erinnert heute an den Ort, an dem einst die Äbtissin Caritas Pirkheimer lebte. Ihr Handeln orientierte sie daran, dass der Glaube und das Gewissen eines Menschen frei sein müssen von äußeren Zwängen. Anlässlich ihres Geburtsjubiläums im März verlieh die Akademie Caritas Pirkheimer Haus in Erinnerung an ihre Namenspatronin bereits zum 5. Mal den Pirkheimer Preis. Uns war und ist es immer ein Anliegen, dadurch besondere Initiativen auszuzeichnen, die auch in dem Feld unterwegs sind, das wir bestellen, konkret Bildungsinitiativen, aber eben auch soziale Initiativen. Unter dem Motto Gerechte Arbeitsgesellschaft, aber wie, wurden am vergangenen Samstag verschiedene Projekte geehrt, die sich mit ihren Ideen für eine gerechte Arbeitswelt einsetzen. Die Jury zeichnete vor allem Initiativen aus, denen die Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung ein Anliegen ist. Neben dem CAP-Markt in Roth, der Integration schon seit Jahren lebt, wurde auch der Verein Mühlenkraft ausgezeichnet. Er plant die Errichtung einer Bildungsstätte für Menschen mit Behinderung. Initiator Jochen Riehl erhofft sich dafür von dem Preis weiteren Rückenwind. Also wir wollen im Pegnitztal, ungefähr 50 Kilometer außerhalb von Nürnberg, einen Integrationsbetrieb errichten, der gleichzeitig auch der Hintergrund ist für drei Schulklassen. Für junge Leute mit Förderbedarf, geistige Entwicklung oder körperlich-motorische Entwicklung, die dort einen Platz finden sollen, an dem sie so viel sinnvolle Arbeit erleben, dass ihnen das Lernen auch wirklich sinnvoll erscheint und dass sie deswegen das schaffen, außer der Schonräume ein Leben anzustreben. Ein weiteres ausgezeichnetes Projekt war das der Künstlerin Melanie Kyrieles, die in einem Kästchen grundlegende Fragen zur menschenwürdigen Arbeit sammelte, um damit etwa in Bildungseinrichtungen die Beschäftigung mit dem Thema zu fördern. Ich rede auch viel mit Menschen um mich herum, die zum Beispiel Hausfrauen sind oder Arbeitslose und wo plötzlich das Thema Arbeit wieder ganz anders irgendwie dasteht. Und weil ich da einfach schon so viel nachgedacht habe und so viel gehört habe, kamen mir eigentlich nur Fragen. Und da war es dann natürlich naheliegend, die einfach mal niederzuschreiben. Und das habe ich dann gemacht. Und weil ich empfinde eine Frage oft so als Hebel. Im Anschluss wurde dann das Dankeszeichen der Akademie an soziale Einrichtungen verliehen, die nach dem Leitbild der Caritas Pirkheimer handeln. Auch in besonderer Weise Danke zu sagen für Gönner, Unterstützer, aber auch Mitgestaltende der Akademie. Deshalb hat man das Dankeszeichen der Akademie geschaffen. Das heißt also sowas wie der Oscar der katholischen Bildungsarbeit. Neben der katholischen Erwachsenenbildung in Nürnberg, die bereits ihr 40-jähriges Bestehen feiert, wurde auch die Nürnberger Straßenkreuzer-Uni geehrt. Sie setzt sich dafür ein, armen Menschen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Diesen Gedanken Straßenkreuzer-Uni haben wir aufgenommen, weil wir der Meinung sind, dass wohnungslose Menschen, arme Menschen, sehr schweren Zugang zu Bildung haben, weil Bildung ja auch immer irgendwas mit Kosten zu tun hat. Und unsere Universität ist kostenlos. Also der Ehrenpreis der Caritas Pirkheimer Akademie bedeutet uns sehr viel, weil wir haben jetzt heute auch wieder gesehen, dass Menschen mit diesem Preis geehrt worden sind, die sich sehr sozial engagieren. Das Thema war ja gerechte Arbeit. Bei uns fängt es noch ein bisschen drunter an. Insgesamt zeigen die Preisträger im Kleinen, dass eine gerechte Arbeitswelt für alle im Sinne der Menschenrechte vielleicht doch möglich ist.